Liebe Gemeinde, zu Hause und unterwegs, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst, den Sie auch diesmal über das Internet empfangen können. Noch lassen die Schutzmaßnahmen nicht wirklich einen entspannten Gottesdienst bei uns in der Kirche zu, aber wir wollen Ihnen ein wunderschönes Weihnachten ermöglichen und deswegen aus unserer Dorfkirche heraus einen Gottesdienst für Sie. Denn auch zu Hause soll es Weihnachten für Sie werden. Der große Gott wird klein in einem Menschen. Gott kommt zu uns, zieht bei uns ein. Und das ist die Einladung an Sie, dass Sie sich durch diesen Gottesdienst Ihr Herz aufschließen lassen, dass Gott ganz einzieht in Ihr Herz, Sie mitfeiern können, sich stärken lassen, sich aufrichten können, zu diesem Fest der Liebe auch tatsächlich Liebe spüren und sie weitergeben. Dazu gebe uns Gott seinen Geist und deshalb feiern wir dieses Miteinander in seinem Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Ihnen als Eingangspsalm einen fröhlichen Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Länder. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag, erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen Wundertaten. Lassen Sie uns miteinander stille werden zum Gebet. Barmherziger Gott, liebender Vater, heute kommst du zu uns in deinem Sohn, Jesus Christus. Und darüber staunen wir. Wie kannst du, großer Schöpfergott, so klein werden in einer Krippe, zerbrechlich und zart? So kommst du bei uns an und schenkst uns deine Nähe. Und wir ahnen, was das heißt, dass du liebend bist, warmherzig, heilig. So lass uns dir entgegengehen und spüren, dass bei dir die Erfüllung ist. Schenke uns Frieden und Versöhnung. Amen. Wir hören gleich den Chor, hört der Engel helle Lieder und dazu sehen wir Engelstanz.
freue mich sehr, dass Frauke Dresen diesen Moment ausgestaltet. Hört das Weihnachtsevangelium, es steht bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum
in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hast du uns wieder einen Engel mitgebracht? Vor mir steht ein etwa 5-jähriger Junge in der Kita Kapernaum. Ich bin in den letzten 3 Wochen vor Weihnachten immer montags in den Kindergarten gegangen und habe da im Morgenkreis jeder Gruppe die Weihnachtsgeschichte erzählt. Naja, also in 3 Teilen erzählt. Es sollte immer spannend am Ende enden, mit einem Cliffhanger, so hatte ich mir das vorgenommen. Ich hatte die Woche vorher von Marias persönlichster Begegnung mit einem Engel erzählt. Der Engel, der ihr die Geburt ihres ersten Sohnes ankündigt und dass er der Sohn des Höchsten ist. Und dabei durfte ein Kindergartenkind immer bei jedem Engelsauftritt mit einer Triangel sozusagen den Engelsauftritt auch erklingen lassen, damit der Engel eben immer einen beeindruckenden Auftritt hatte. Als der 5-jährige Junge aber jetzt vor mir stand, da hatte ich jetzt den Teil der Geschichte dabei, der überhaupt keinen Engel vorgesehen hatte, also hatte ich auch keinen Engel mit dabei. Dafür hatte ich einen Spielebuzzer mitgebracht. Ich dachte, das könnte auch spannend sein. Das ist das, was man immer aus den Castingshows sieht. Naja, aber sein Gesicht, als ich ihm den Buzzer zeigte, war nicht so begeistert und sagte mir eher, ach, ich hätte mich mehr über einen Engel gefreut. Es schien mir so, vielleicht ist das nicht immer so leicht mit den Engeln in unserem Leben, selbst bei einer Pastorin nicht, die die Weihnachtsgeschichte erzählt. Der fehlende Engel, das hat sich für mich irgendwie durch die ganze Adventszeit gezogen. Gleich zum ersten Advent haben wir hier vorne in der Dorfkirche ja die Krippe aus Amshausen wieder im Altarraum aufgebaut. Und natürlich eine wirkliche Krippe, also die Futterkrippe, lag noch nicht drin. Jesus war noch nicht geboren, das wird jetzt erst. Heute wird das Christkind in die Krippe gelegt. Aber unsere neue Küsterin hier an der Dorfkirche, Silke Lütgemeier, war über etwas völlig anderes irritiert. Da ist ja gar kein Engel mit dabei. Stimmt, musste ich zugeben, ist mir auch noch nie aufgefallen. Es gibt hier gar keinen Engel, aber in der Amshausener Krippe gibt es doch ein Kamel. Gut, in der Weihnachtsgeschichte wird kein Kamel erzählt, auch kein Ochs oder Esel ausdrücklich, jedenfalls nicht. Aber einen Verkündigungsengel, ja, das musste ich zugeben, ein Verkündigungsengel, das ist schon biblisch erwähnt. Wer anders als ein Bote Gottes sollte denn nun auch den Hirten die frohe Botschaft verkündigen? Und warum sollten die Hirten sich sonst auf den Weg in den Stall machen? Ohne Engel, muss ich zugeben, fehlt einer Krippe etwas ganz Entscheidendes, nämlich letztlich eine stattliche Predigerin oder ein Prediger. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn für euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids. Liebe Gemeinde, vielleicht fehlt dem einen oder anderen auch so mal ein Engel im Leben. Gut, wir fragen nicht mehr so ausdrücklich wie der 5-jährige Junge im Kindergarten. Hast du uns einen Engel mitgebracht? Aber dass alle Menschen sich, so gut wie in jedem Alter, sich einen Engel wünschen, das ist doch auch klar. Selbst wenn man mit Christus und dem Kreuz und mit Gott selbst gar nicht so viel anfangen kann. Engel, daran glauben sie alle. Den kann man auch immer gebrauchen, so ein Engel. Vielleicht fällt Ihnen ja auch gerade ein Mensch ein,
der einen Engel gut gebrauchen könnte, damit er nicht alleine ist oder damit sie jemanden hat, mit dem sie reden kann. Damit wenigstens einer aufpasst, dass nichts passiert oder die Tränen trocknet, die sonst ungesehen ins Herz hineinfallen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Die Engelrolle im Krippenspiel, das ist immer eine der beliebtesten Rollen gewesen. Vielleicht, weil die Engel eben doch dem lieben Gott ein bisschen näher sind als wir Menschen. Wisst ihr, Engel sind großartige Botschafter Gottes. Ich habe das schon öfters erlebt, dass Menschen zu Engeln, zu Botschaftern Gottes werden können. Aber das ist nicht wirklich die Botschaft von Weihnachten. Gott legt uns ja auch nicht einen Engel in die Krippe hinein, sondern ihr werdet finden ein Kind in Windeln gewickelt. Und er ist der Retter der Welt, der Heiland, wie Luther das übersetzt. Und Christus ist kein Engel, der Gott besonders nah wäre. Nein, er ist selber Gott, der als kleines, schutzbedürftiges, in Windeln gewickeltes Kind in diese Windeln auch noch hineinkackt. Darum singen die Engel es in dieser Nacht, weil wir es anders gar nicht verstehen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei allen Menschen, die Gott liebt. Weil dieser Gott in dieser heiligen Nacht ein Mensch wird, um Menschen zu retten. Liebe Gemeinde, Weihnachten ist das Fest der Geburt Christi. Und Engel braucht es trotzdem. Sonst hätten das zumindest die Hirten in dieser Nacht nicht erfahren. In diesem Gottesdienst, hier zur heiligen Nacht, haben wir uns zwei Sachen einfallen lassen, damit wir mit den Engeln das Wunder der Weihnacht verkündigen. Das erste haben wir schon gesehen. Das war die Tänzerin, Frauke Dresen. Sie tanzte ein Gebet, den Gesang der Engel, Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. So leicht, so einfühlsam, wie die Melodie der gesungenen Worte, einem Engel gleich, die im Übrigen nur deshalb tanzen können, weil sie die Probleme dieser Welt nicht so schwer nehmen. Ein tanzender Engel. Für mich der Hinweis auf den Engel, der die Freude der Weihnacht verkündigt. Und das Zweite, wie wir auch hier mit den Engeln feiern, das kommt jetzt. Und zwar technisch, digital. Wir haben hier in der Dorfkirche tatsächlich keinen Engel an der Krippe stehen, aber digital geht das alles. Wir können den Engel aus dem Johannes-Busch-Haus hierher materialisieren. Denn das, was wir alleine nicht schaffen oder nicht haben, das macht zuweilen ein anderer. Die Freude der Engel, ihr Gotteslob, das kommt ins Bild aus der anderen Steinhagener Kirche, dem Johannes-Busch-Haus. Damit euch und Ihnen allen in dieser Weihnachtszeit ein echter Engel erscheint, der euch die große Freude verkündigt, die ihr alle empfinden mögt in dieser heiligen Nacht und mitnehmt in dein neues Jahr. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Erhalte euren Verstand wach, eure Hoffnung groß. Gott stärke eure Liebe. Amen.
Zu wunderschönen, hochheiligen Momenten gehört es in der evangelischen Kirche immer auch dazu, dass man nüchterne Nachrichten anschließt. Ich habe einige Hinweise für Sie. Einmal, was erwartet Sie zu Weihnachten sonst noch neben diesem Angebot von dem Sonntagsvideo? Das ist auf der Homepage der Kirchengemeinde zusammengestellt. Da können Sie unter www.kirche-steinhagen.de sich informieren. Und zu jedem Gottesdienst am Heiligen Abend gehört auch die Kollekte am Ausgang für Brot für die Welt. Wir begegnen uns zwar nur virtuell, aber Ihre Spende ist ganz real möglich. Und zwar unter der Adresse, die unten eingeblendet ist, oder am Schluss noch einmal ausführlicher zum Mitschreiben Ihnen eingeblendet wird. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken an alle, die hier heute mitgemacht haben. Bei unserer Pfarrerin Schumann für die Predigt, bei unserer Kantorin Annette Petrick für die Chorgestaltung, die Vorbereitung und dass Sie hier heute so wunderbar die Musik zum Klingen gebracht haben. Ein ganz herzliches Danke auch von mir an Sie. An das Lesungsteam, das aus Ihrem Kreis herausgekommen ist. Frauke Dresen, die den Tanz gestaltet hat, Philipp Kleen hinter der Kamera und sein Team dazu. Und mein Name ist Christhard Greiling. Und jetzt hören wir, brich an, du schönes Morgenlicht. Wir wollen jetzt miteinander unsere Bitten vor Gott bringen. Es sind einzelne Bitten formuliert und an der Orgel hören wir dann dazu: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Lassen Sie uns beten. Herr Jesus Christus, unser Herr, heute feiern wir das Fest der Liebe. Doch um uns herum herrschen Sorgen und Angst. Was wäre eine Welt ohne Corona? Wenn alles so wie früher wäre. Wir bitten dich, mach der Pandemie ein Ende. Lass uns gute Wege und Mittel finden, mit dieser Bedrohung umzugehen. Denn so liebst du diese Welt. Das Fest des Friedens. Aber wir sind umgeben von Unfrieden. Wir bitten dich, lass nicht zu, dass Hass und Gewalt, Krieg und Terror weiter herrschen. Setze der Gewalt ein Ende.
Bringe uns deine Liebe und mach uns selbst zum Werkzeug deines Friedens. Denn so liebst du die Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir feiern das Fest der Versöhnung. In Jesus Christus wirst du uns gleich. Wir bitten dich, lass uns miteinander freundlich und herzlich umgehen. Vergeben wir einander, wie du uns in Jesus Christus vergeben hast. Lass nicht Neid und Gier die Welt bestimmen, sondern lass uns gegen Missbrauch und Ausnutzen vorgehen. Denn so liebst du diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus Christus, du bist unser Vorbild. Lass uns dir nachfolgen. Wir bitten dich, lass uns sehen und erkennen, wo wir gebraucht werden. Lass uns Worte sagen, die gut tun. Lass uns helfen, wo Hilfe nötig ist. Denn so liebst du diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Herr Jesus Christus, wir feiern das Fest deiner Geburt. Du heilst Seele und Körper. So lass uns das spüren und dir dankbar sein. Amen. Und was wir noch auf dem Herzen haben, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Wir beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lassen Sie uns diesen Gottesdienst mit der Bitte um Gottes Segen beschließen, dass wir mit dem Segen Gottes in die Weihnachtszeit gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.
Ihnen und euch allen ein frohes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Amen.